gedacht, wir werden noch mal schnell mähen. Emil ist noch am Rest am Drillen. Es hat ein bisschen geregnet. Wollen wir mal sehen, dass wir da noch mal schnell eine Koppel runter mähen. Ja, wir haben uns also entschieden, Kühe zu nehmen. Und ja, dann müssen wir erstmal Futter machen, ne? Das nützt ja nichts. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ist hier eine Einfahrt? Ne. Okay. Mal schauen, wo hier eine Einfahrt ist. Ja, das hatte ja in der Nacht mit meinem angefangen zu regnen. Und nun ist Emil gerade wieder rausgefahren. Macht er den Rest eben fertig. Na gut, war ja für ihn auch gut. Er wollte eigentlich die Nacht durchziehen und hat er jetzt wieder angefangen. Geht ja auch. So. Hier ist nämlich die Auffahrt. Naja, muss man erstmal kennenlernen, ne? Zack. Auf. An. Und überhaupt. Runter. Runter. Angeschmissen. So. Vorne das gleiche Spiel. Zack. Zack. Und an. Und. Bisschen. So. 19 km/h hört sich erstmal gut an. Ja, wollen wir mal sehen, was hier. Ja, erstmal ersten Schnitt, mal gucken, was wie sich das hier ergibt alles. Wohl erstmal ein paar Grasballen machen und vielleicht den Rest in Silage. Mal sehen. Wetter soll gut werden. Oh, 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 oh. Mal ein bisschen abbleiben vom Zaun hier. 4 Luft ist nicht. Das ist doch schon eine ganz schöne Ecke hier. Klein ist sie nicht. Kann ein bisschen runterkommen wieder. Aber vielleicht haben wir es auch doch nur im Silo und dann werden wir noch mehr koppeln. Das ist jetzt erstmal so ein Versuch. Mal sehen, wie sich das dann ergibt hier mit Wetter und sieht hier die Gräben ganz schön voll Wasser.
Ja, dann nochmal danke für die ganzen Leute, die eingeschaltet haben beim Livestream. Ich konnte mich jetzt eben nochmal kurz lösen vom Grillen. Da habe ich gedacht, ich nehme nochmal schnell für euch ein Video auf, weil nach der Resonanz heute von den ganzen Einschaltern mich sehr gefreut. Deswegen habe ich gedacht, gibt es nochmal einen kleinen Bonus heute. Ich nehme mir noch mal eine Viertelstunde für euch. Fand ich ganz klasse. Und morgen wird es auf jeden Fall noch mal Nachschlag geben. Gibt es noch mal Livestream. Das war schon richtig hier, den Hof hier zu kaufen. Also hier habe ich richtig Spaß. Also das bringt mir seit langem mal wieder richtig Spaß hier zu spielen. Und ja. Ja, ne, wir werden uns erstmal Kühe anschaffen. Ja, weiß ich nicht, erstmal so 10 Stück, denke ich mal. Und das werden ja automatisch mehr. Und dann denke ich mal, dass wir dann in der nächsten Saison vielleicht noch Schweine dazu nehmen. Mal so langsam hier hocharbeiten. Ne? Wir werden auf jeden Fall noch an der einen Koppel sind wir dran. Die werden wir hier vielleicht noch nehmen. Da sind wir uns noch nicht mit dem Kaufpreis noch nicht ganz einig, aber die werden wir dann auch noch dazu nehmen. Ja, dann sind wir glaube ich schon gut davor hier. Also, wenn dann die Ernte noch sehr gut ausfällt, dann zu verlieren hier. Ja, und ich sag mal, von der Ausrüstung her sind wir eigentlich auch ganz gut davor. Hier mit dem 7000er und die beiden 6410, den einen mit Frontlader, also ich denke mal, das reicht uns. Da brauchen wir nicht mehr Mähdrescher, müssen wir sehen, wie der sich nachher verhält. Der nicht großartig kaputt geht oder so, dann sind wir ganz gut davor, denke ich.
jetzt hier runterkommt. Aber ich denke, wir werden das in ein Silo reinhauen, dass wir hier erstmal ein bisschen Starterfutter haben. Und dann muss er auch noch ein bisschen gären, ne? Dass wir da den Rest nutzen können, das dauert natürlich. Vorgewände noch mit in Gras rollen, dass wir noch ein bisschen Gras haben. Aber das brauchen wir ja auch. Ja, und da haben wir erstmal alles zusammen, ne? Da müssen wir eben nur sehen mit dem Stroh. Da müssen wir dann vielleicht mal ein paar Ballen zukaufen. Das Stroh haben wir noch gar nicht. Da müssen wir auf jeden Fall im Sommer gut was einlagern. Ja, und so ein Futtermischwagen, da müssen wir noch mal gucken. Da muss ich noch mal telefonieren hier, dass wir da auch irgendwas kriegen Schönes. Ja, es wird wohl ein Anhänger werden, denke ich, ne? So ein Futtermischanhänger da. So ein Selbstfahrer, Höhles. Hatte ich ja auf Hof Ronny. Also kannst du ja nur Futter mitmischen. Der muss nicht selbstfahrend sein. Also, weiß ich nicht. Das schmeißt, also ich sag mal, wenn man dann irgendwo 200-300 Kühe hat, dann okay. Aber nicht für 10 Kühe. Das ist übertrieben. Sehr gespannt, was hier bei runterkommt, Mensch. Vor allen Dingen, was ich hier toll finde, ist, dass man hier eine Hauskoppel hat. Also direkt neben dem Hof. Also besser geht sowas gar nicht. Wege alles. Ja, den Lohner, den hatte ich schon vorgewarnt, dass der uns vielleicht einen Anhänger zur Verfügung stellt, dass wir das ja auch runterfahren können. Thank you.
Ich sehe gerade, die Zeit ist ja schon quasi wieder um. Wir werden die Koppel hier noch schnell fertig machen. Und ja, wie gesagt. Ich denke mal so morgen früh, ich will jetzt keine Zeit unbedingt abmachen. Ich denke mal, dass wir so um morgen Vormittag irgendwie, denke ich mal. Dass wir dann starten, oder ich filme. Und mit dem Livestream. Und ja, freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Dass ihr wieder so zahlreich mit dabei seid. Nochmal vielen Dank. Sollte erstmal gewesen sein. Und ja. Und danke fürs Anschauen und Zugucken und wie auch immer. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen vielleicht. Und ja, dann noch einen schönen Abend. Genieß den Tag noch ein bisschen. Und ja, tschüssi.